Frozen Bites. NVIDIA Physics. Hello everyone. Frozen Bite welcomes you to this demo tutorial of Shadwin, our new stealth game. The basic objective in each level is to bring Lily, a little girl, safely through to the end of the level together with Shadwin. You can choose to play in a lethal or a non-lethal way. Using traps. You can craft traps to harm or distract the guardsmen. The decoy toy captivates the guards' attention while you weave past them in the shadows. The poison darts trap is silently lethal to whoever spins it. The exploding mine hurls sharp nails all around. The sticking bomb attaches to any surface, and when its fuse runs out, it explodes. Movement. Shadwin can move by running or crouching. She can jump and grab ledges too. Shadwin has a grappling hook, which she can throw at wooden surfaces. Shadwin can also manipulate objects with her grappling hook. You'll find the control map in the settings menu. You can get there with the escape key. That was the tutorial. We hope you enjoyed the demo. For more information, please visit shadwin.com. Und nach dieser spannenden Einleitung geht es auch schon gleich los mit der Dattlerei. Ich begrüße euch damit heute zu einem neuen Let's Play. Es ist allerdings Moment. Was allerdings in der Demo-Phase steckt, das ist jetzt bloß eine spielbare Demo, diesen ganzen Pixelbrei, den ihr gerade eben gesehen habt, das ist natürlich noch nicht das Endgame. Jetzt fragt ihr euch sicherlich auch, warum wir jetzt hier gerade Standbild haben oder wieso wir bewegliches Standbild haben. Das liegt an uns selber. Wie jetzt zum Beispiel, wenn wir Q drücken, das Spiel soll ja auch eine Unterstützung für den Controller bekommen. Hat es noch nicht, da es noch in der Demo ist. Das Spiel heißt Shadwin, wie ihr gerade eben gesehen habt. Befindet sich noch in der Demo. Es kann also noch zu etlichen Bugs kommen. Was weiß ich. Ja, auf jeden Fall Bugs. Das ist schon mal das Schlimmste an jedem Spiel. Die Sache in der Geschichte ist zum Beispiel, laut Hersteller wird das Spiel günstiger, je mehr Leute diese Demo spielen. So, wir haben uns dazu einfach mal mit eingetragen. Ihr könnt es jetzt bis jetzt kostenlos auf Steam runterladen, die Demo zumindest. Allerdings kostenlos wird das Spiel allerdings nicht. Also komplett kostenlos wird es nicht. Und wir haben jetzt auch nach diesem Tutorial, wissen wir jetzt auch, ich habe schon mal reingeschnuppert und ich habe das Tutorial auch beim ersten Mal übersprungen. Macht aber nichts, wir wissen jetzt, worum es geht, wie wir uns bewegen und alles. Wir müssen also dieses kleine Mädchen sicher durch die ganzen Level bringen, die wir hier haben. Und bis jetzt haben wir hier noch... Oh, da ist eine Wache. Also wie ihr seht, sobald wir uns nicht mehr bewegen, bleibt dort das Bild stehen. Wenn wir wieder irgendeine Taste drücken, läuft das Spiel auch weiter. So. Wir müssen jetzt erstmal sehen... So, dass wir jetzt nicht erwischt werden unbedingt. Es ist halt noch in der Aufbauphase. Es ist noch sehr neu, das Spiel. Also, ihr seht auch, wie die Wache sich da hinten... Oh. Oh. Wir wurden entdeckt. Also heißt wohl, wenn die Leute da oben...
gelb umrandet sind, haben sie uns mitgekriegt. Es ist jetzt eher gesagt ein Let's Test als ein Let's Play, besser gesagt. Weil wir müssen ja... Oh, wir haben Tatsache Waffen. Fallen und sowas. Tatsache, das ist nicht jeder. Jawohl, ja. Wenn wir so gleich mal sehen, wie die erste Taste hier läuft, oder die erste Falle hier läuft, die wir jetzt gesetzt haben. Das habe ich im ersten Mal noch nicht rausgefunden. Oh oh. Ja, da fängt es schon an. Bis jetzt greifen sie das Michi noch nicht an. Ja, es ist halt noch sehr in der, es ist noch sehr verbuggt eigentlich, wenn man es so will. Gucken wir nochmal rein, was haben wir noch für Fallen? Am besten, warte mal, lassen wir mal laufen hier. Dann siehst du, die hemmen gleich noch ein, die Idioten. Lass mal den da lang gehen, ich möchte nur sehen, was passiert mit der Wache, wenn die über die Falle läuft. Wohl nichts. Es ist, wie gesagt, noch sehr frisch. Es ist gerade, ist noch nicht mal ein paar Tage alt eigentlich, noch nicht mal. So, die Falle ist gesetzt. Die Wache läuft hier lang. Da seht ihr, sie hat eingeschissen. Na komm, lauf in die Falle rein. Komm schon. Los, lauf in die Falle rein. Genau. Oh. Ja, das kann passieren, dass das Bild einfach mal hängen bleibt. Mit diesem ganzen Pixelbrei, den ihr gerade gesehen habt. Das ist kleine Mädchen schon wieder. Oh oh. Was machen die denn jetzt? Oh nee. Was machen die denn jetzt? Oh. Game over. Tja. Das war's mit der Demo. Ende im Gelände. Ja, hier. Stinkefinger hochzeig. Nein, das war's natürlich nicht. Wir haben natürlich die Möglichkeit, wer jetzt Life is Strange kennt. Ich müsste jetzt komplett rewinden. Ich mache das aber nicht, weil wir restarten das Chapter einfach mal. Weil wenn die Wache sowieso in die Falle reinläuft, stirbt sie so oder so. Die Falle habe ich jetzt gesetzt. Macht jetzt auch keinen großen Unterschied, ob ich nun resette oder nicht. So, macht keinen, glaube ich, so großen Unterschied. Ich muss nur sehen. Ich glaube, das Spiel ist wirklich geiler zu spielen, wenn man einen Controller hat. Glaube ich. Diese Möglichkeit hier, Ah, da hat mich einer erwischt. Das hätte ich wissen müssen. Gut, dann lassen wir den mal. Ich habe gedacht, wir müssen der folgen, aber nein, müssen wir nicht. Gut, da ist keiner. Da ist auch keiner. Gut, die versteckt sich. Da ist einer. Wir sind doch ziemlich schnell im Arsch. Wir sind ja bloß kleine Diebe. Ja, ich glaube, das gehört zum Konzept noch nicht ganz so mit dazu. Weil, ja, wie gesagt, das Spiel ist sehr frisch. Sehr frisch. Oh Gott. Ich dachte, die fällt jetzt runter. Aber nein, tut sie nicht.
Gut, lassen wir den erstmal noch durch. Also mal gucken, wie wir den killen können. Also durch Gedrückthalten von Q können wir die Zeit weiterlaufen lassen. Ja, hier, bei uns. Ach nee. Das Spiel ist halt echt noch verbuggt. Ziemlich sogar. So. Die Krieger sind wohl gerade alle aus dem großen Krieg zurückgekommen. Geh zurück, Kleiner, geh zurück. Bleib nicht da stehen. Nämlich, wo ich das erste Mal angespielt habe, ist die Kleine stehen geblieben. Keiner hat sie gesehen, aber. Nur wie das jetzt. Da hat sie auch keiner gesehen. Wow. Die Blutspritzer war beim ersten Mal noch nicht und ich habe auch noch kein Update gezogen. Gut. Wachen laufen ja auch keine mehr lang. Ich dachte erst, dass die das kleine Mädchen die anlockt. Weil es beim ersten Mal auch so war. Aber nein, tut's nicht. Nee. Tut sie nicht. So, ich muss mal gucken. Wie ist das schon krach gemacht? Ich dachte erst, die Kleine macht irgendwas Besonderes. Ach nee, das ist echt nicht gut, ey. Nothing here. Nothing here. Es sieht aber trotz alledem, dass es bloß eine Demo bisher ist, ne? Ich muss ja sagen. Das sieht bisher ziemlich cool aus. Das sieht bisher ziemlich cool aus. Ja. Dafür, dass halt der Anfang des Spiels ist, also praktisch die Demo, also nicht praktisch, sondern die Demo ist. Die Aufnahme wird doch nicht sonderlich lang werden. Höchstens das Level hier. Ich will nicht zu viel spoilern und nicht zu viel zocken davon. Wo musst du denn hin? Der ist da oben. So. Wir müssen natürlich erstmal wissen, wie der läuft. Also wie der geht und alles. Wo der lang läuft. So wie das jetzt hier. Ach, Kacke. Ja, mit Controller ist es, glaube ich, besser zu zocken. Glaube ich. Oh, Kacke. Bin schon wieder tot. Aber ich habe doch den ersten auch angegriffen. Wieso kann ich den jetzt nicht? Sehr, sehr komisch. Müssen dann erstmal wissen. Die reagieren echt bei jedem Pups, ne? Eine Kacke. So, die Kleine ist da oben. Oh, muss man sich total konzentrieren auf diesen. Voll Concentration auf dieses Game, ey. Totale Concentration.
Scheint ja so im Endeffekt, ne? Denke ich mal. Ich meine, bis jetzt ist es Demo, aber scheint vielleicht auch im Endgame jetzt, wenn das rauskommt, scheint es auch ziemlich geil zu werden. Ja. So, die Zeit hält an. Nichts passiert. So. Das ist schon ziemlich geil, stelle ich mir vor, so. Ich folge der Kleine einfach mal bei, das sieht einfach am sichersten aus. So, wenn der jetzt lang weggeht. Ne, können wir auch nicht. Wir können nicht jetzt angreifen, weil da ist nämlich einer. Da ist einer. Hier ist einer. Den wollte ich ja angreifen, den hier. So. Den wollte ich ja angreifen. Ich müsste aber wissen, wo der da hinten lang geht. So, wir sind erstmal in Sicherheit, solange den keiner findet. Ich finde es nicht gut. Wir müssen, glaube ich, da hoch. Was heißt wirklich? Ich glaube nicht nur, ich weiß, dass wir da hoch müssen. Also, wenn ich mich jetzt nicht irre, geht der so weit, dass der den hier genau im Blickfeld hat. Oh oh, oh nein. Wake up, you're on duty. Nein, du gehst nicht so weit. Boah, das war nochmal Rettung in letzter Sekunde, ey. Echt Rettung in letzter Sekunde. Ah, so. Also wir wissen, wann wir immer unsere Todesstöße setzen können. Wir müssen jetzt wissen, wo da welche Wachen sind, ne? Oh, da ist zum Beispiel eine. Oh, da steht eine. Schieb ich auch mal hier rein. So. Den da bitte machen, ey. Das ist so assig zu drücken, ey. Gedrückt zu halten. So, gucken. Nichts von all dem. Das ist blöd. Müssen aber. Nein, haben wir nicht. Kann man ein bisschen noch gucken, oder? Kann man ein bisschen noch hin? Wo haben wir denn bisschen unseren Grappling Hook? Wo haben wir denn den? Oh oh, es hängt schon wieder. Oh nein. Was habe ich gedrückt? Was habe ich falsch gemacht? Nein. Ich denke gerade noch. Ich. Yeah. Das habe ich jetzt. Moment, da muss ich mal in die Settings gucken. Bei Control-Bins. Loot. Right Mouse Button drücke ich doch die ganze Zeit. Wieso macht er das denn nicht? I'll stay here. You go and have a look. Of course. Wenn es nicht gut war, dann weiß ich es auch nicht. Aber der geht da lang. Wir können da also. Warte mal, siehst du? Das ist ein kleines Rätselgame. Wer den Spielhersteller kennt, der weiß auch, dass Trine auch ziemlich geil war. Aber
Frozenbyte, die machen eigentlich gute Spiele. Oh, kacke ist das zu steuern. Das war zum Beispiel nicht gut. Ach nee, Kacke, ich bin gestorben. Oh, knallhart die Typen, Alter. Boah, direkt ins Auge geschossen, ey. Headshot ins Knie. Boah, knüppelhart sind die Typen, ja. Ohne Mist, ey. Kacke, ey. Da muss man Schalter rangehen. Das ist echt blöd gemacht, ja? Die Stelle jetzt hier. Da, Mädchen, ey. Du gehst mir so auf den Keks, ey. Ohne Mist. Wirklich. Die Kleine geht mir so auf den Keks. Nochmal, was war's denn hier? Was hab ich denn mit mir? Bin ich komplett verkohlen, Alter? Ich blick's nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich gedrückt habe, ey. Das ist doch ganz einfach. Wir nutzen einfach unsere Fallen, die wir haben. Ja, aber ich blick's nicht, wie ich den scheiß Grappling Hook einsetze, ey. Ohne Mist. Ja. Lass mal den mal laufen. Die Kleine ist da. Gut, das hat keiner gehört. Hoffentlich nicht. Puh, mal gucken. Ach, jetzt geht die Scheiße auf die Tür auf, oder was? Tolle Scheiße. Ach, hier grenzen gleich die nächsten Level aneinander. Aber ich werde nicht zu viel von diesem Spiel spoilern. Verabschiede mich damit. Also, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz ist, tut mir echt leid. Auf jeden Fall wird es kommen. Oder Let's Play, wenn es richtig draußen ist. Hoffen wir mal, dass man ab hier dann nicht, dass man dann noch weiterspielen kann.
So. Ach, jetzt geht das Scheißding, oder was? Ach, da geht das auch. Gibt's da nicht, das gibt's da nicht. Of course. Of course. Die Kleine läuft einfach weiter und munter wie sie liebe Vieh, ey. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gewesen sein sollte, tut mir echt leid. Ich werde aber, wie gesagt, wenn es rauskommt, werde ich es auf jeden Fall auch let's playen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe jetzt nämlich eine echt lange Pause eingelegt. Und bis dahin macht's gut. Und sowieso am 8. März ist das sowieso, in 10 Tagen ist es sowieso bald, kommt The Division. Das werde ich auch noch aufnehmen, oder will ich aufnehmen zumindest. Und mal sehen, was bis dahin ist. Und ansonsten, bis dahin, Freunde. Und bis dann, der Antenne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und immer schön fleißig lernen. Ne? Ein Einwandjoke. Aber ich werde auf jeden Fall diese Spiele let's playen. Das werden die nächsten zwei Projekte werden. Über lange Zeit. Aber ansonsten wird dazwischen nicht groß was kommen. Diablo Guides vielleicht noch, also immer schön reinschauen. Ansonsten war es das von mir und bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut.